Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Haul. Und zwar wieder von einer anderen Shopseite. Und zwar, ich habe es mir extra hier notiert, FTOBY heißt das, glaube ich. FTOBY. Ich werde es euch auf jeden Fall alles verlinken. Und ihr habt das mit Sicherheit auch schon gesehen am Thumbnail und im Videotitel, um welche Shopseite es sich handelt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe alles schon mal geöffnet, habe kurz durchgeguckt, aber ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, was alles war, weil ich viele verschiedene Shops ausprobiere gerade und mich da so ein bisschen durchteste. Und genau, alle Produkte werde ich, wie gesagt, in die Infobox verlinken und auch die Seite, dann könnt ihr einfach mal durchgucken. Genau, und ich habe jetzt hier ein paar kleine Bilder bestellt und ein paar Accessoires. Und genau, bin schon gespannt. Die Tüte mache ich auf Seite. Dann werde ich das nochmal gleich reinmachen, damit ich weiß, woher ich was habe. Fürs Thumbnail dann auch. Ich weiß schon gar nicht mehr. Bin gespannt. Als erstes fangen wir mal an mit den Accessoires, die ich bestellt habe. Da habe ich mir solche Boxen bestellt. Und da muss ich sagen, hatte ich mir ein bisschen größer vorgestellt. Ich packe es jetzt einfach mal aus, zeige es euch. Und zwar ist das hier, finde ich eigentlich ganz schön. Da habt ihr richtig viel Platz. Das ist hier nochmal so zum Klippen, dass ja nichts passiert. Und dann habt ihr hier die Döschen, das sind immer so Vierersets. Die kann man einzeln aufmachen. Also falls ihr mal irgendwie drankommt oder so, ist nicht alles vermischt. Das ist mir schon öfter mal passiert. Und dann kann man hier die Steine reinsortieren. Die sind halt sehr klein. Habe ich mir ehrlich gesagt irgendwie größer vorgestellt. Ja, weil da muss man dann ja ständig nachfüllen. Also das habe ich mir, wie gesagt, ein bisschen anders vorgestellt. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, wenn ihr schon länger Diamond Painting macht, wie ihr die verwendet. Ob ihr dann von der einen Farbe sozusagen so ein ganz Vierer-Ding voll macht mit der einen Farbe, weil genug Platz wäre ja. Ja, oder ob ihr da einfach nur die Sondersteine drin lagert. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr das verwendet, wie ihr das benutzt. Und genau, da habe ich mir eben dieses große Teilchen hier bestellt. Und dann habe ich das Ganze nochmal in kleiner genommen. Das sieht genauso aus, ist quasi einfach die Hälfte davon. Und auch hier kann man das dann so aufklipsen. Und dann hat man hier wieder diese Viererdöschen. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die verwendet. Und dann gucke ich mal. Hatte ich mir jetzt halt einfach ein bisschen anders vorgestellt. Aber gut, vielleicht habe ich einfach auch nicht so genau hingeschaut. Nichtsdestotrotz finde ich das eine schöne Aufbewahrung. Auch für andere Sachen kann man das gut verwenden. Auch für Blumensamen oder Gemüsesamen finde ich das auch schön. Ja, genau. Schreibt mir deswegen auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Dann habe ich mir noch was bestellt und zwar möchte ich das gerne einer Freundin schicken zum Ausprobieren. Und zwar ist das eine Karte. Ich packe es mal aus. Da ist ein Umschlag dabei, der ist so ein bisschen knickrig. Aber wenn man das jetzt verschicken sollte, dann wird der sowieso ein bisschen verknickt sein am Ende. Die Karte hat mir einfach richtig gut gefallen. Das ist eine super schöne Blume. Ich glaube, es ist eine Rose. Ich finde es sehr schön. Da kann sie mal ausprobieren und nachher kann sie die Karte dann auch verschenken, wie auch immer. Und genau, da dachte ich, kann sie das doch jemandem machen und weitergeben. Das ist doch bestimmt was Schönes. Und hier sind die Steine dazu. Das sind runde Steine. Die Farben gefallen mir richtig gut. Sind super schön leuchtend. Ganz toll. Sieht wirklich schön aus. Und ich glaube, das sind 5 Farben. Finde ich auf jeden Fall wirklich sehr schön. Toolkit ist dabei. So was Einfaches zum Ausprobieren. Finde ich das nicht schlecht. Wie gesagt,
Das werde ich ihr dann demnächst zuschicken. Dann kann sie das mal ausprobieren, weil sie interessiert das schon. Aber sie hat dann halt auch gesagt, was mache ich denn dann nachher mit den ganzen Bildern? Ja, nix. Und so eine Karte kann sie verschicken. Nicht an mich, natürlich an jemand anderem, weil sonst schickt man sich ja nur hinterher. Ja, aber ich dachte, das ist doch was Schönes. Kannst du doch gerne mal ausprobieren. Ja, erstes Bild. Ach ja, ich weiß wieder, das war diese Bestellung, Leute, die Bilder. Oh, da kriege ich direkt Hunger. Toolkit. Oh, schaut es euch an. Oh, lecker, mega. So ein abgefahrener, spaciger Kuchen. So eine Sahnerolle. Oh, mega. Und ich liebe es ja, lila und rosa zu painten. Und hier ist alles voll mit rosa und lila. Ich bin so gespannt, wie das nachher aussieht. Ich habe das Bild auch noch nie irgendwo anders gesehen. Finde ich richtig, richtig cool. Ist 30x30. Ich zeige euch mal den Druck. Der sieht so aus. Richtig gut, auf jeden Fall schön klar. Die Farben, Leute. Oh, da kriege ich direkt Lust, das zu machen. Dann zeige ich euch mal noch die Steine. Sehen so aus. Richtig, richtig schöne Farben. Super schön leuchtend. Gefällt mir echt gut. Ich wiederhole mich, aber es ist so. Toll, die Karte auch. Sieht so schön aus. Kommen wir zum nächsten Bild. Ich glaube, das ist auch was zu essen. Leute, es wird immer besser. Oh, so schön, oder? Ja, wird es nicht so spiegeln. Ich mache mal die Folie ein bisschen ab. Mega, mega schön. Oh, das sieht so hammermäßig aus. Schaut es euch an. Oh, der Wahnsinn. Das gefällt mir richtig gut. 23 Farben hat das. 30x30. Hier zeige ich es euch mal. Habe ich jetzt beim anderen Bild gar nicht gemacht, aber ist nicht so schlimm. Ich werde alles verlinken. Oh, das sieht so schön aus. Die haben so, so, so schöne Bilder. Wieder ein Toolkit. Oh, da freue ich mich so drauf. Nächstes Bild ist irgendwie ein breiteres Paket. Ah, okay. Das ist ein Bild, da bin ich mir ein bisschen unsicher, wie das am Ende rauskommen wird. Toolkit ist wieder dabei. Wachs sieht sehr gut aus. Steine sehen auch gut aus. Sind runde Steine. Ich zeige euch mal das Bild. Ist auf jeden Fall Anna und Elsa. Ich glaube nur, dass das ein bisschen klein gewählt ist. Ja. Ich denke, das wird nachher ziemlich verpixelt aussehen. Aber ich werde mal gucken, ich werde es mal ausprobieren. So sieht das dann aus. Soll so ein, ja, so ein Buntglasfenster darstellen, denke ich mal. Druck ist wirklich schön. Sieht aber irgendwie so aus, als wäre es eher für eckige Steine. Hier ist auch eher so eckig. Dabei waren aber runde Steine. Ja, mal gucken. Vielleicht sieht es nachher durch die runden Steine auch gar nicht mehr so pixelig aus, weil das jetzt halt eben so Vierecke sind. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie das rauskommt, ob man das nachher noch gut erkennen kann. Ich bin mal gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall eine Review geben. Und das hat 20 Farben. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Schauen wir mal.
Und dann habe ich noch ein letztes Bild. Und das ist da drin. Hä? Das ist ziemlich leicht. Ah, ja, 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 ich weiß. Leute, das Bild habe ich gesucht wie verrückt. Wollte das auch zweimal bestellen in einem Shop. Und dann hieß es aber, dass es leider nicht verfügbar ist. Und die hatten das. Und das soll die Kleine machen. Da freut sie sich auch schon drauf. Sie fragt mich jeden Tag und sagt immer, ich muss erst das Video machen. Weil wir wollen das gerne als Geburtstagsgeschenk verschenken. Und zwar ist das das hier. Der süße Maulwurf. Was ist das hier? Ich weiß gar nicht. Ein Hase, glaube ich. Oh, nee, eine Maus. Das ist eine Maus, ne? Ja, sind bekannt, die Figuren. Das ist so ein Teilbild mit so besonderen Steinen. Sind auch viele sehr, sehr kleine Steine mit dabei. Die Kleine will das machen. Sie freut sich schon drauf. Ja. Ich werde das dann außenrum abschneiden, dann werden wir das einrahmen und dann darf sie das verschenken, weil die Person, der wir das schenken möchten, hat Ende Oktober Geburtstag. Schaut die Videos nicht, also von daher, ja. Aber genau, und ich weiß nicht, ich dachte, das ist doch schön. Ja, ist eben Fan von den Figuren, die Person. Deswegen dachte ich, ist das ganz passend. Und dann zeige ich euch aber hier auf jeden Fall mal die Steine, weil das sind so Special-Steine. Da haben wir unter anderem diese hier. Zeige ich euch mal gerade. Da haben wir diese hier. Das sind so runde Perlmutt-Steinchen. Dann haben wir hier solche... was ist das denn für eine Form? Ja, sowas hier. Dann das Ganze noch mal ein bisschen kleiner. Dann noch mal solche orangenen, schimmrigen Tropfen. Lilane runde Steine. Gelbe Strasssteine. Dann ganz normale schwarze Steine. Dann ja, so silberne. Das sind so ein bisschen braune Steine. Ja, liegen halt auch teilweise jetzt nicht gerade so optimal, dass man es gut erkennen könnte. Die sind orange, grün, rot, dann ja, so ein bisschen durchsichtig. Die hier mega schön, die schimmern auch so, boah, richtig, richtig toll, aber auch super klein. Oh, und die Leute, wow, was sind das bitte für schöne Steine. Boah, die sind so schön. Gefallen mir richtig gut. Ich bin so froh, dass wir endlich das Bild gefunden haben. Ich finde das so schön zum Verschenken. Eben gerade, weil er auch diese Geburtstagstorte in der Hand hat und den Blumenstrauß. Oh, toll. Wirklich, wirklich, wirklich toll. Und über das Bild freue ich mich am allermeisten. Aber alle Bilder, alles, was ich jetzt hier bestellt habe, gefällt mir unheimlich gut. Nur wo ihr mir eben ein bisschen weiterhelfen müsst, sind diese Boxen. Da bin ich mir eben ein bisschen unsicher, wie ich die verwenden soll, was da optimal ist. Deswegen schreibt es mir gerne. Ich habe da noch nicht so einen Durchblick. Aber ich freue mich. Ich finde die Bilder richtig, richtig toll. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da und aktiviert auch gerne die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.